Vor allem die EZB steht derzeit massiv unter Druck und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster mit dem Titel Warum Notenbanker schlecht schlafen, und sie haben mehrere Gründe, schlecht zu schlafen. Der erste ist nämlich, dass sie eigentlich eingestehen müssen, dass die Wirksamkeit ihrer Politik im Grunde total verpufft ist, dass all das, was sie gemacht haben, nicht wirkt. Und ihre Antwort jetzt auf diese Nichtwirksamkeit ist wie die eines Arztes, der einen Patienten versucht zu kurieren, dann eine Medizin gibt. Kurz zeigt der Patient so ein paar Erholungsmechanismen, dann geht es ihm aber wieder schlechter. Also stellt sich jetzt für den Arzt die Frage, was tun? Dieselbe Medizin nochmal höher dosiert geben oder eben vielleicht die Therapie ändern? Die EZB und andere Notenbanken sagen sich eher, nein, nein, wir müssen mehr von derselben Medizin geben, und das wird jetzt ein richtiges Problem. Wie wirksam diese Medizin ist, das sehen wir etwa hier. Wenn wir uns mal anschauen, hier den Vergleich zwischen deutschem BIP, hier blau, und der Bilanzsumme der EZB. Wir sehen, die Bilanzsumme der EZB ist durch QI massiv nach oben gegangen, die deutsche Wirtschaft eher nicht. Das hat also nicht so wahnsinnig viel gebracht, und dieses Gap muss sich irgendwie schließen. Irgendwo muss also die Wirksamkeit ja geblieben sein von diesen Anleihekäufen, aber man findet sie schlichtweg nicht. Die EZB ist noch auf der Suche, deswegen kann man vielleicht auch schlecht schlafen, aber es hat faktisch nichts gebracht, und die Effekte einer solchen Politik, einer solchen ultralaxen Geldpolitik durch Anleihekäufe, durch Negativzinsen, die verpuffen immer mehr. Das ist im Grunde inzwischen Konsens. Je länger ich eine solche Medizin verabreiche, umso giftiger wird es oder umso weniger wirksam wird sie zumindest. Das ist das ganz große Thema. Das Thema ist auch, dass wir jetzt an den Anleihemärkten relativ große Bewegungen haben. Und die Frage ist, woher kommen diese Bewegungen? Wie sind sie motiviert? Denn es ist ja so, dass viele professionelle Investoren auf der einen Seite Aktien-Long-Positionen haben und auf der anderen Seite diese Long-Positionen abpatchen mit Long-Positionen an den Anleihemärkten. Die gehen also long in Anleihen, spekulieren auf weiter steigende Kurse, damit auf weiter fallende Renditen. Aber das ist jetzt nicht passiert in letzter Zeit. Wir sehen, dass die Dinge hier ganz anders gelaufen sind. Wir sehen etwa, dass die sogenannten Negative Yielding Bonds, also die Bonds, die Staatsanleihen mit Negativrendite, allein in der letzten Woche 1,2 Billionen weniger geworden sind. Wir sehen also einen Anstieg der Renditen. Das ist die größte Bewegung, die wir jemals an den Anleihemärkten gesehen haben. Größte Bewegung weg von Negative Yields hin zu wieder etwas mehr Anleihen, die positiv rentieren. Wir sehen zum Beispiel bei der 100-jährigen österreichischen Staatsanleihe, die ja gestiegen war, mithin, dass sie die Rendite nach unten, dass diese Anleihe in den letzten Tagen über 15% verloren hat. Und wer sich da oben eingekauft hat, der hat jetzt ein paar Schmerzen. Genau das ist ein großes Thema jetzt. Warum fallen die Anleihemärkte, respektive warum steigen die Renditen wieder? Und die Erklärung ist eben entweder die, weil die Konjunkturdaten vielleicht etwas weniger schlecht waren als befürchtet. Erste Erklärung. Zweite Erklärung ist aber, dass die Anleihemärkte ihre dovische Erwartung an die EZB vor allem, aber auch an die Fed vielleicht ein bisschen zurückschrauben, schon reagieren darauf, dass die Notenbanken möglicherweise nicht das tun, was man lange eingepreist hat. Die Aktienmärkte haben vielleicht diesen Erkenntnisprozess noch vor sich und könnten eben belastet werden dadurch, dass diese Hedges, die man gemacht hat, indem man long in Aktien positioniert ist, das abhedged mit Long-Positionierung in Anleihen, die praktisch dann bei fallenden Renditen profitieren. Jetzt geraten aber diese Hedges unter Wasser, also wird man vielleicht auch das glattstellen, was eben abgehedged war. Das zumindest ist doch eine deutliche Möglichkeit. Schauen wir uns mal an, was die EZB jetzt braucht, und das ist ein Grund, warum man eben auch durchaus schlecht schläft seitens der Notenbanker. Wir sehen hier, trotz der Politik der EZB ist es immer weiter nach unten gegangen mit den Inflationserwartungen für die nächsten 10 Jahre. Jetzt in letzter Zeit, in den letzten Tagen, da ging es ein bisschen nach oben mit den steigenden Anleiherenditen, und das ist das, was die EZB jetzt hinkriegen muss. Einerseits die massiven Markterwartungen erfüllen, auf der anderen Seite aber eben auch die Inflationserwartungen wieder nach oben kriegen. Wie schafft man das, wenn doch die Dinge eigentlich deflationär sind derzeit, vor allem in der Eurozone? Man sieht immer wieder bei den Einkaufsmanager-Indizes, dass die Firmen ihre Zulieferer zwingen, die Preise zu senken, dass die mangelnde Nachfrage dazu führt, dass die Preise fallen. Das kann eben auch eine Notenbank nicht wirklich verändern. Und diese Manipulation der Notenbanken kommt jetzt sozusagen mit ihrem Latein am Ende. Und vielleicht ist es das, was die Märkte so allmählich riechen, vor allem die Anleihemärkte, die Aktienmärkte. Die sind noch ein bisschen anders unterwegs. Schauen wir uns mal die Renditen an hier an den Anleihemärkten. Sehen wir hier bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe doch deutlich gestiegen in den letzten Tagen. 1,62%, da waren wir kürzlich noch im tiefen 1,40er-Bereich. Wir sehen die 30-jährige US-Staatsanleihe bei 2,10%, da waren wir kürzlich noch bei 1,90 irgendwo in dieser Zone. Also da ist was passiert. Auch die deutsche ist höher, als wir schon im Tief waren, jetzt bei 0,2%.
minus 0,58. Also hier sehen wir Anleiherenditen steigen. Aus welchem Grund? Das ist die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe. Aber auch in den USA fallen derzeit die Inflationserwartungen. Heute hat die New York Fed gezeigt, dass die Inflationserwartung der Amerikaner so tief ist wie seit Aufzeichnung der Daten nicht. Und das gibt es schon ein paar Jährchen. Also man fürchtet in den USA eben auch so etwas Deflationäres, eine Nachfrageschwäche, die sich dann in fallenden Preisen möglicherweise äußert. Und das ist sozusagen das, was Notenbanker umtreibt, was sie schlecht schlafen lässt, weil du kriegst eine solche deflationäre Spirale schlecht weg. Zumal, wenn du dein Pulver eigentlich schon weitgehend verschossen hast mit Negativzinsen wie die EZB oder mit Quantitative Easing wie eben EZB und Fed zugleich. Schauen wir uns an, was die Märkte aus der Situation machen. Und wir sehen, da kommt jetzt plötzlich ein bisschen Druck auf, auch an den Anleihenmärkten. Die, nicht an den Anleihenmärkten, an den Aktienmärkten, so muss es heißen, die möglicherweise auf die Entwicklungen reagieren. Es war ja immer das Muster so, wir sehen hier den Dow Jones, die Charts von Capital.com, es war ja immer so, dass eigentlich das Muster war in den letzten Wochen an den Märkten, wenn die Anleiherenditen fallen, dann ist das schlecht für die Märkte. Wenn die Anleiherenditen steigen, ist das gut für die Aktienmärkte. Die Anleiherenditen gestiegen, dann sind die Aktienmärkte gestiegen. Wenn die Anleiherenditen gefallen sind, sind die Aktienmärkte gefallen. Jetzt kennst du sich das Muster ändern, dass die Anleiherenditen jetzt steigen aufgrund einer Rückabwicklung dovischer Erwartungen und dann eben die Aktienmärkte dennoch fallen. Das ist zumindest ein Szenario, was zu beobachten ist. Wir sehen den S&P 500 jetzt bei 2972. Wir sehen den DAX bei 12.194 und das trotz Mnuchin-Talk, der gesagt hat, Gespräche laufen ganz toll mit den Chinesen, also die laufen so toll, wir haben ja praktisch schon einen Deal und wenn wir keinen Deal haben, ist auch nicht schlimm, weil dann erhöhen wir die Zölle, was aber nicht schlimm ist, weil dann nehmen wir viel mehr Geld ein und das ist ja alles überhaupt nicht schlimm. Und dementsprechend reagieren die Märkte aber nicht mehr offenkundig auf diesen Trash-Talk. Wir sehen Euro-Dollar, der jetzt ein bisschen nach oben geht, der Weg des größten Schmerzes, 1,1063. Wir sehen Gold, das heute unter die 1500er-Marke gefallen war zwischenzeitlich. Jetzt bei 1504 und abschließend das amerikanische Crude Oil bei $57.71. Also an den Anleihenmärkten spielt derzeit die Musik, die werden die Richtung vorgeben, die werden bestimmen, wohin die Fahrt geht, denn da ist viel mehr Geld da, da ist viel mehr Intelligenz als an den Aktienmärkten. Dementsprechend sollten Sie eben einen Blick haben auf diese Anleihenmärkte. Was ist die Motivation für die Anleihenmärkte? Das ist die entscheidende Frage. Jedenfalls die Notenbanker schlafen derzeit schlecht. Ich hoffe, dass Sie heute Nacht gut schlafen und wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und...